Ich bin der Hubert von Tapir Wachswaren und jetzt wollen wir mal einen Glattlederschuh, der in Kinderhand ein bisschen gelitten hat, versuchen aufzubereiten und als erstes werde ich den erstmal reinigen. Für den Reinigungsvorgang benötigen wir einen nassen Schwamm und kreisen damit mehrmals in die Leder- und Sattelseife. So generieren wir einen feinen Schaum, der mühelos den Schmutz aus dem Leder herauslöst und ihn gleichzeitig aufnimmt. Den Schaum verteilen wir in kreisenden Bewegungen über dem Leder. Wenn sich bei diesem Prozess Farbe vom Schuh löst, sollte man darauf achten, dass man diese gleichmäßig auf der gesamten Schuhoberfläche verteilt, damit das Leder nicht unterschiedliche Farbtöne erhält. Haben wir den ganzen Schuh mit Seife benetzt? Lassen wir das Produkt noch kurz einwirken und nehmen dann den überschüssigen Schaum mit einem sauberen Schwamm ab. Den so bearbeiteten Schuh lassen wir entweder in Ruhe trocknen oder können direkt mit der Lederpflegecreme in rotbraun rübergehen. Wir nehmen einen haselnussgroßen Tropfen von der Lederpflegecreme und beginnen zuerst an den Sohlenrändern und Nähten mit dem Auftragen. Dazu nutzen wir eine kleine runde Auftragsbürste. Hier im Video aus hellem Rosshaar. Wegen der intensiven Farbgebung ist auf ein gleichmäßiges Einmassieren zu achten. Zum Schluss verteilen wir die Pflegecreme auf der gesamten Lederfläche. Da der Schuh hier noch etwas nass ist, nimmt er die Farbpigmente tief auf und gibt in der Folge ein sattes Farbbild ab. Ist dieser Schritt abgeschlossen, wird der Schuh zum Trocknen zur Seite gestellt. Nach Abschluss des Trocknungsvorganges polieren wir den Schuh auf Glanz. Die hierfür benötigte Glanzbürste besteht aus dunklem Rosshaar. Es ist ratsam, die Hand in den Schuh zu spannen, um bessere Kontrolle über die Führung des Schuhs zu erhalten. Wir polieren kräftig in gleichmäßigen geraden Schritten, beginnend vorne an der Kappe. Wir arbeiten uns über die seitlichen Schuhbereiche hackwärts und polieren schlussendlich den Schaft. Um den Glanz zu erhöhen, arbeiten wir anfangs mit mäßigem Druck, der zum Ende hin abnimmt. Da auf der Kappe stets der höchste Verschleiß erfahren wird, schützen wir diese besonders. Das Lederbalsam von Tapir ist eine stark glanzgebende Schuhcreme für Glattlederschuhe, wasserabweisend und leicht rückfettend. Das Balsam tragen wir in kreisenden Bewegungen der Tapir-Auftragsbürste auf der Schuhspitze auf und massieren es intensiv in das Leder, bis die Oberfläche seidenmatt erscheint. Das Balsam immer sparsam verwenden. Mit wenig Wachs bedeckt und nach einer kurzen Einwirkzeit kann der Schuh mit der Tapir Glanzbürste kräftig in langen Strichen poliert werden. Die Oberfläche erhält einen schönen Glanz. Die so gepflegten Schuhe können noch mehrmals nachpoliert werden.